Und jetzt das Heute-Journal. Live aus Cottbus mit Christian Sievers. So sieht eine Stadt aus, in der es beides gibt. Viel Unzufriedenheit und viele Chancen. Guten Abend aus dem Osten von Brandenburg, 5 Tage vor einer Wahl, die ganz Deutschland beschäftigt. Dazu gleich mehr. Erst zu einer Wahl, die noch ein Jahr hin ist, wenn alles nach Plan läuft, die aber ganz Deutschland heute auch bereits beschäftigt. CDU, CSU haben heute ihre ganz eigene K-Frage geklärt. Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat der Union. Markus Söder, der Parteichef der Schwesterpartei CSU, lässt ihm den Vortritt und verspricht gleichzeitig, das Desaster vom letzten Mal werde sich nicht wiederholen, als CDU-Kandidat Laschet von München aus sabotiert wurde. Mathis Feldhoff berichtet. Es ist ein Gesicht, das versucht, jede Regung zu vermeiden. Für Friedrich Merz ist heute ein Tag des Triumphes. Ein Tag, der ihn seinem Lebenstraum näher bringt. Für Markus Söder ist es der Tag, an dem er seine erneute Niederlage selbst erklären muss. Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich. In einem überraschend anberaumten Pressetermin verkünden die Vorsitzenden von CDU und CSU, was bereits länger vermutet wird. Und sie versprechen sich gemeinsam, die Fehler von 2021, als Streit und Missgunst herrschten, nicht zu wiederholen. Damals hatte Söder den gemeinsamen Kandidaten Armin Laschet einen ganzen Sommer lang vor sich hergetrieben. Dass wir zu neuer Geschlossenheit finden müssen, dass CDU und CSU wieder besser zusammenarbeiten müssen, als dies vorher der Fall war. Und dieses Versprechen lösen wir mit dem heutigen Tag ein. Friedrich Merz erreicht heute die Vorstufe zum größten Traum seiner politischen Karriere, endlich Kanzler zu werden. Einst im Machtkampf mit Angela Merkel unterlegen, zieht er sich 2009 zurück, um fast 10 Jahre später zurückzukehren, auch getrieben davon, mit der alten Rivalin abzurechnen. Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt. 3-mal tritt er zur Wahl als CDU-Parteichef an. Am Ende scheint er der Einzige, der den Ehrgeiz hat, durchzuhalten. Er setzt sich durch, auch weil er sich als einer inszeniert, der nicht zum Berliner Klüngel gehört. Dass ich nicht der Liebling des Parteiestablishments in Berlin bin, das wissen Sie auch. Heute applaudiert das sogenannte Parteiestablishment. Er kennt damit an, dass Merz die CDU geeint hat. Die Ministerpräsidenten Wüst und Günther geben ihm aber auch mit, wo sie die Zukunft der CDU sehen. Wir senden hier heute ein starkes Signal der Geschlossenheit in die Union. Und es ist gut, wenn wir diese Geschlossenheit innerhalb der Union, auch zwischen CDU und CSU, haben. Wir beide stehen für erfolgreiche schwarz-grüne Koalition. Und wir zeigen auch, dass Schwarz-Grün gut zusammenarbeiten kann. Sätze, die auch an ihn gerichtet sind. Zurück in Bayern lässt Markus Söder sich von seiner Landtagsfraktion feiern. Ich bin wieder daheim. Ja. Zuvor hatte er noch betont, dass mit ihm auch als CSU-Parteichef noch zu rechnen sei. Und es klingt fast wie eine Drohung. In einer Koalition ist der Koalitionsausschuss der entscheidende Punkt, wo politische Verantwortung auf Dauer sich zeigt und auch politische Macht stattfindet. Friedrich Merz bedankt sich heute bei Markus Söder, auch für das Versprechen, nicht aus der Reihe zu tanzen. Ganz sicher sind sie sich in der CDU allerdings nicht. Armin Laschet war heute in aller Munde bei den Chefs von CDU und CSU. Auch wenn sein Name direkt nicht gefallen ist, er war der Kanzlerkandidat beim letzten Mal. Er ist nicht Kanzler geworden. Schönen guten Abend, Herr Laschet. Guten Abend, Herr Sievers. Herr Laschet, was können Sie aus Ihren Erfahrungen damals an Friedrich Merz jetzt weitergeben? Also zunächst mal Glückwunsch an Friedrich Merz, dass es diesmal so einvernehmlich, so reibungslos gelungen ist. Ich glaube, alle haben aus dem Jahr 2021 gelernt. Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Man muss einen Kanzlerkandidaten rechtzeitig aufstellen. Beim letzten Mal haben wir den im April des Folgejahres erst aufgestellt. Jetzt ist ein Jahr Zeit. Man kann einen guten Wahlkampf vorbereiten.
Und insofern ist die Lage heute anders als damals. Damals war sie nicht optimal. Nicht optimal, sagen Sie. Markus Söder hat heute mehrfach gesagt, dass es 2021 miserabel lief. 2021 dürfe sich nicht wiederholen. Würden Sie das Söder so abnehmen? Ja, jedenfalls der Start ist einmal so. Ein gemeinsamer Vorschlag der beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU. Beide, die auch gemeinsam vor die Presse gehen. Beide, die gut übereinander reden. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, dass man dann auch die Wähler außerhalb der Union überzeugt, wenn man selbst positiv über den eigenen Kandidaten spricht. Und ich nehme ihm das ab. Aber eines ist klar, das Jahr dauert noch 365 Tage bis zur Bundestagswahl. Und wenn dieser Geist von heute sich über dieses Jahr hält, auch wenn es mal schwierig ist, dann haben wir alle Chancen, die Ampel abzulösen und dann eine neue Bundesregierung zu stellen. Da höre ich jetzt, Herr Laschet, so einen kleinen Appell an Markus Söder mit raus. Denn es war ja interessanterweise damals, als Sie gekürt wurden, so, dass er damals auch sagte, ich werde Armin Laschet ohne Groll und mit voller Macht, mit voller Kraft unterstützen. Wir wissen mittlerweile alle, es kam dann ein bisschen anders. Er hat sich dann bezeichnen lassen als Kanzlerkandidat der Herzen. Warum sollte das nicht wieder genau so passieren, auch dieses Mal? Ich glaube, die Situation ist eine ganz andere. Wir hatten damals nur eine amtierende Kanzlerin. Heute ist Friedrich Merz der Kandidat gegen einen amtierenden Bundeskanzler einer anderen Partei. Schon mal eine andere Ausgangsvoraussetzung. Und Hendrik Wüst hat gestern bei seinem Rückzug und bei seiner Bereitschaft, den Weg freizumachen, was eine große Geste war, etwas sehr Wichtiges gesagt. Wir leben in komplett anderen Zeiten. Wir haben eine aggressive Gesellschaft. Wir sind in einer Kriegssituation. Wir haben zum ersten Mal eine rechtsextreme Partei in einem deutschen Bundesland auf Platz 1. Und in solchen Zeiten muss jedem der Ernst dieser Lage bewusst sein. Dinge wie 21, kleine Scharmützel, kleine Sticheleien passen nicht in eine so ernsthafte Lage. Und deshalb habe ich die Zuversicht, dass das jetzt in diesem neuen Wahlkampf besser wird. Herr Laschet, jetzt gab es heute auch tatsächlich schon weitreichende Aussagen über eine nächste Bundesregierung, obwohl ja die Wahl noch ein Jahr hin ist. Markus Söder sagte heute, er werde auf jeden Fall ein Bündnis mit den Grünen verhindern. Aus Ihrer Sicht, ist das unter künftigen Koalitionsgesichtspunkten taktisch klug oder wird das jetzt so die Sollbruchstelle quasi im Wahlkampf? Also, ich würde uns empfehlen, jetzt erstmal für unsere Inhalte zu werben, nicht über Koalitionen zu spekulieren. Wir haben ja heute die Stellungnahmen von zwei sehr erfolgreichen Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gehört, wo Schwarz-Grün gut funktioniert. Nordrhein-Westfalen ein Industrieland mit großen Herausforderungen, auch der inneren Sicherheit. Und trotzdem rauft man sich zusammen. Ich glaube, es kommt auf ein wenig auf die Inhalte und auf den Stil an, wie man eine Regierung führt. Das geht besser als bei der Ampel. Und ich plädiere dafür, erst für die eigenen Stimmen werben, erst für die eigenen Ideen werben. Und dann kann man sehen, mit wem man koaliert. Und das macht man mit dem, wo es die größten Gemeinsamkeiten gibt. Das kann man zum heutigen Zeitpunkt noch nicht wissen, da ja noch keine Partei das Wahlprogramm aufgestellt hat. Sagt Armin Laschet. Herr Laschet, herzlichen Dank nach Aachen, ganz in den Westen der Republik, hier ganz aus dem Osten. Ja, wir sind hier in Cottbus, direkt hinter dem Hauptbahnhof am sogenannten bunten Bahnhof, wo die Tradition einer Eisenbahnstadt auf neue Zeiten trifft, die auch mit der Bahn zu tun haben. Boomtown, so nennt sich Cottbus selbst. Auch in der Hoffnung, dass dieses Marketing-Label, wenn es nur oft genug benutzt wird, wahr werden möge. Cottbus ist nicht prächtig, aber ein Ort mit Geschichte und liegt abseits vom Speckgürtel rund um Berlin. Cottbus kämpft gegen sein Image und will gleichzeitig durchstarten in eine neue Zukunft. Es steht damit ganz gut für dieses Bundesland. Brandenburg umschließt die deutsche Hauptstadt und man hat hier tatsächlich die ganze Zeit den Eindruck, dass diese Wahl mindestens so sehr eine Abstimmung über die Regierung in Berlin wird, wie über die in Potsdam. Auch wenn sich der amtierende Ministerpräsident alle Mühe gibt, so zu tun, als kenne er den Bundeskanzler seiner eigenen SPD eher flüchtig.
Nicola Albrecht über Brandenburg, das die Wahl hat. Der Wahlkampf auf den letzten Metern. Ein Zweikampf zwischen dem amtierenden SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt. Woidke setzt auf seine Beliebtheit und hofft, dass seine bisherigen Erfolge wie ein positives Wirtschaftswachstum oder kostenlose Kitas die Wähler überzeugen. Wer beherrscht Mundwerk und wer beherrscht aber auch Handwerk? Und wenn Sie die Fraktion Handwerk sich mal angucken, dann ist es im Wesentlichen so, dass wir alles, was wir gesagt haben vor 5 Jahren im Land Brandenburg, umgesetzt haben. Hans-Christoph Berndt und seine AfD zeichnen ein düsteres Bild von der Zukunft Brandenburgs. In aktuellen Wahlwerbespots, in den sozialen Netzwerken schüren sie Angst vor Wohlstandsverlust, Gewalt und Überfremdung. Hetze gegen Ausländer auch auf den Wahlkampfbühnen. Unsere Jugend soll hier ihre Heimat haben. Sie soll sich hier als Deutsche frei bewegen können. Sie soll sich nicht in Kleidung, in Sitten, in Speisen irgendwelchen hergelaufenen Arabern zu unterwerfen. Deutschland ist das Land der Deutschen und Deutschland soll das Land der Deutschen bleiben. Das ist unser Versprechen an die Jugend. Berndt schlägt zudem vor, Asylbewerber grundsätzlich von öffentlichen Veranstaltungen auszuschließen. Mit dem Grundgesetz ist das nicht vereinbar. Brandenburg. Das sind 300 Bäume pro Einwohner. Ein dünn besiedeltes Bundesland. Brandenburg, das ist Wandel und Transformation. Mit harten Zeiten, aber auch eine Erfolgsgeschichte. Seit 1991 hat es seine Wirtschaftskraft fast verfünffacht. Doch längst nicht jeder Bürger hier fühlt sich als Gewinner. Kurz vor der Wahl machen alle Seiten noch einmal mobil. Die Stimmung ist vielerorts aufgeheizt, der Graben, der die Gesellschaft trennt, spürbar. Die Regierung, die dran ist, die müssen weg. Fertig. Kann doch nicht wieder sein, dass wir noch mal Faschisten hier an der Regierung kriegen. Das zivilgesellschaftliche Bündnis Brandenburg zeigt Haltung, kämpft gegen einen Rechtsruck für die Demokratie. Schnell haben sie noch mal Plakate nachgedruckt. Hier im Science Park Potsdam hängt sie die Geschäftsführerin persönlich auf. Mehr als 40 wissenschaftliche Einrichtungen, Forschungsinstitute und Start-ups sind auf dem Areal untergebracht. Menschen aus 70 Nationen arbeiten hier. Wir unterstützen das, dass man sich Gedanken darüber macht, was man wählt. Und wir hoffen eben, dass wir die Internationalität hier weiter befördern und die Mitarbeitenden auch hier sich sicher fühlen. Die Zukunft gestalten wollen alle. Doch mit ihren Vorstellungen liegen sie extrem weit auseinander. Das wissen auch die Spitzenkandidaten in Brandenburg, die hier heute Abend in Potsdam in dieser Runde ein letztes Mal vor der Wahl zusammenkommen. Strukturwandel. Das ist hier mehr als ein Schlagwort. Man kann hier direkt erleben, was Strukturwandel heißt. Wenn ganze Straßenzüge zurückgebaut werden, was im brutalen Klartext nichts anderes bedeutet als abgerissen, weil es niemanden mehr gibt, der dort wohnen könnte und wollte. Und wenn gleichzeitig Milliardensummen bereitstehen, mit denen Neues kommen soll. Cottbus hat immer noch keinen ICE-Anschluss, aber irgendwann landen die neuesten Züge der Bahn alle mal hier. Achtung, Zugbewegung, Gleis 163. Ein komplett leerer ICE. Das hat man als Bahnkunde wirklich nie. Werkstatt Halt Cottbus. Hier wartet die Bahn ihre modernste Generation. Das heißt 450 neue Jobs. Insgesamt 1200 sollen es am Ende sein. Das bundeseigene Unternehmen investiert 1 Milliarde in der Lausitz. Sie waren erst im Braunkohletagebau, oder? Genau, also ich komme aus der Braunkohle. Ich habe da meine Ausbildung auch gemacht. Leider ist es natürlich so, dass gerade momentan zum Strukturwandel mit der Braunkohle man nicht so als junger Mensch planen kann. Deswegen habe ich mich entschieden, den Weg zu gehen und zur Deutschen Bahn zu wechseln. Alle 4 bis 5 Jahre muss ein Zug für 3 Wochen hier zum Check. Cottbus hat das modernste Werk für eine Bahn, die täglich mit Verspätungen und Ausfällen kämpft. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie Passagier sind und hören, der Zug muss leider ausgewechselt werden, funktioniert nicht mehr? Ein bisschen kratzt es schon immer am Stolz. Also auch uns als Bahner braucht man jetzt gar nicht sagen, dass wir irgendwie uns da in einer Gewogenheit wälzen, sondern es ist auch unser Stolz, der sagt, verdammt, warum ist hier schon wieder was kaputt? Der ist jetzt fast wieder okay, genau. Also am Mittwoch ist Werkstattfahrt. Ja? Da werden alle
Funktion getestet, ne? So wie man es, wie gesagt, bei einem Auto auch macht. Am anderen Ende der Stadt die Schatten der Vergangenheit. Sie wohnen jetzt im? Im siebten Stock. Eins, wir zwei, fahren hoch. Ja. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber ja. Es gibt Aufzug. Ja. Hoffentlich. Jürgen Krebs lebt hier seit 48 Jahren. Wo wohnst du, ja? Ich sage in Sachsendorf. Ach, du armes Schwein, ja? Ich sage, wieso armes Schwein? Ich fühle mich dermaßen wohl, ja? Dabei sieht Cottbus von hier oben nicht gerade nach Boomtown aus. So, du hast dann alles dann, Sie haben alles ja, sozusagen fußläufig hier, was alles, Sie brauchen. Alles, alles, alles. Bäckerei, Teddy, DM ist dazugekommen. Gebaut einst für die Arbeiter im Braunkohlerevier, war das hier mal die größte Plattenbausiedlung im Land Brandenburg. Nach der Wende hat sie fast die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Jetzt will ein sogenannter Stadtteilmanager hier den Wandel schaffen und muss selbst bangen, dass für seine Stelle die Fördergelder von Bund und Land nicht versiegen. Und sehen Sie auch Zukunft? Ja, also Zukunft sehe ich in jedem Fall. Wie gesagt, mit diesem Boomtown-Slogan oder mit der Entwicklung im Rahmen des Strukturwandels, wenn das alles so greift, wie es geplant ist, wird auch dieser Stadtteil davon profitieren. Neue Zukunftsindustrien, ein innovatives Uniklinikum, insgesamt 17 Fördermilliarden. Und doch ist eins klar, das ist wie vieles hier, nichts, was über Nacht passiert. Cottbus braucht einen langen Atem. Hier in Brandenburg geht Wählen ab 16. Das heißt, schon im Wahlkampf liegt viel Fokus auf jungen Wählerinnen und Wählern. Am Wahlabend wird das nicht anders sein, zumal wir seit der Europawahl ja feststellen, dass der Zulauf gerade junger Menschen zu Parteien an den Rändern wie der AfD enorm ist. Was hat sich da verschoben und warum? Alexander Eschment hat mit jungen Wählerinnen und Wählern hier gesprochen. In Groß-Gaglow am Stadtrand von Cottbus treffen wir Max. Der 17-Jährige möchte uns erzählen, warum er bei der Landtagswahl die AfD wählen wird. Max fühlt sich nicht gesehen von der Politik. Sie mache kaum Jugendangebote, unterstütze stattdessen Migranten, vor denen er sich fürchtet. Wir haben einfach ein großes Migrationsproblem und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir da auch was machen. Dass ich abends wieder zu meinen Freunden nach Hause fahren kann, die besuchen kann, ohne Angst zu haben, von jemandem angepöbelt zu werden. Max kam mit der AfD zum ersten Mal in der 7. Klasse in Berührung. Er berichtet von seinen Erlebnissen im Politikunterricht und der Suche nach einer Partei, die ihn versteht. Ich hatte dann einen Politiklehrer gehabt. Ich habe ihm meine Meinung gesagt und danach wurden meine Noten schlechter. Und sowas geht einfach nicht, weil das hat nichts mit den schulischen Leistungen zu tun, nur weil er eine andere Meinung vertritt. Inzwischen besucht Max Parteiveranstaltungen. Er nennt Alice Weidel und den Spitzenkandidaten der AfD Brandenburg als Vorbilder. Einige Freunde haben sich deshalb abgewendet, was Max nicht versteht, denn er will eigentlich, dass alle im Gespräch bleiben. Deswegen treffe ich mich auch mit vielen Leuten, die nicht meiner Meinung sind und frage die, na, was hast du denn für Ansichten? Dann erkläre ich denen meine. Ich möchte die nicht unbedingt von meiner Meinung überzeugen. Das ist gar nicht mein Ziel. Aber es ist wichtig, so einen Austausch einfach zu machen. Ortswechsel nach Cottbus-Sandow. Einen Jugendclub gibt es hier nicht, aber junge Menschen, die dafür kämpfen und jetzt auch einen bekommen. Es soll ein Ort werden, wo Jugendliche zusammenkommen können, egal mit welcher Einstellung. Ich kenne ein paar Leute, die zum Beispiel auch die AfD gewählt haben und mit denen kann man auf einem menschlichen Level eigentlich noch ganz gut sich unterhalten. Aber sobald es dann in diese Politikschiene geht, dann merkt man, dass verfestigtes Gedankengut in den Köpfen deren herrscht und das gilt es halt einfach aufzubrechen. Und dafür braucht es so einen offenen und toleranten Raum, wo sich Leute kennenlernen können. Dass das funktioniert, dass gemeinsame Interessen auch Vorurteile abbauen können, haben sie beim Sport erlebt. Wir haben zum Beispiel hier in Sandow ein Fußballturnier veranstaltet, wo es dann doch mal ein paar Auseinandersetzungen gab. Und dann aber am Ende des Fußballturniers haben die Gruppen zusammen Sport getrieben, haben sich ein bisschen kennengelernt. Und sie waren zwar jetzt nicht die engsten Freunde danach, aber sie konnten sich gegenseitig akzeptieren. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch das parteiübergreifende Netzwerk Junge Lausitz. Es sieht sich als Vermittler, will, dass sich die Region gut entwickelt, im Interesse aller. Ich glaube, man muss einfach den jungen Menschen zeigen, okay, hier passiert viel, hier bauen sich neue Strukturen auf, beteiligt euch daran, hier kann ganz viel geschaffen werden. Wenn man die Leute so vielleicht mitnimmt und sagt, okay, wir können hier was zusammenschaffen, so kann man die vielleicht zurückholen. Max wird das nicht überzeugen. Er hat sich für die AfD entschieden und will sich dort für lange Zeit engagieren.
Der bunte Bahnhof hier mitten in Cottbus, direkt am Hauptbahnhof der Stadt, ist Treffpunkt von vielen jungen Leuten. Auch heute Abend hier wieder bei uns. Wir haben auch mehrere junge Leute von einer Initiative hier, die sich Junge Lausitz nennt. Unter anderem Laura Staudacher. Laura, guten Abend. Wir haben jetzt gerade im Film schon gesehen, es ist ganz schwer, offensichtlich Sympathisanten der AfD zu erreichen. Ist das für euch auch so oder gibt es da tatsächlich rege Diskussionen? Also bei uns, bei der Jungen Lausitz, sind AfD-Sympathisanten bisher nicht aufgetaucht. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass wir Aufbruch statt Frust für die Region transportieren wollen. Und das ist nicht so das, wovon sich AfD-Wähler wahrscheinlich angesprochen fühlen. Sie sind selbst Mitglied der FDP, die ja hier, muss man sagen, überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Woran liegt das denn, dass die klassischen Parteien auch gerade bei jungen Menschen offensichtlich nicht mehr so ankommen und die an den Rändern stärker werden? Ein Teil der Erklärung ist vielleicht, dass die AfD schneller oder besser auch als andere Parteien erkannt hat, die sozialen Medien für sich zu nutzen, insbesondere TikTok. Und vielleicht auch jetzt auf eine Generation trifft, die verletzt ist oder verunsichert ist durch die letzten Jahre, durch multiple Krisen und damit auch ansprechbar leider ist für Populismus, für das Schüren von Ängsten. Und da ist es halt sehr herausfordernd, dagegen auch zu halten von den anderen demokratischen Parteien. Janis Simons ist auch von der Initiative Junge Lausitz. Auf dem T-Shirt steht, vielleicht können wir das mal ganz kurz zeigen, Straight Outta Lausitz. Also sehr viel auch Lokalpatriotismus dabei. Woran liegt denn das, dass die AfD, insbesondere wie wir gerade von Laura gehört haben, in den sozialen Medien so erfolgreich und auch so professionell agiert und andere nicht? Ja, es ist generell einfacher, gegen etwas zu reden oder etwas schlecht zu machen, als die positiven Geschichten nach außen zu tragen. Die sind hier gerade, was den Strukturwandel betrifft, auch ein bisschen kompliziert und es braucht viel Geduld und auch mehrere Wege, um das den Leuten hier vor Ort auch verständlich zu erklären. Und das ist halt nicht so sexy, als wenn man irgendwie nur kritisiert und ja, alles in Frage stellt. Ist es auch so, dass gerade auf den Dörfern die klassischen Parteien einfach weniger präsent sind? Wie nehmen Sie das wahr hier als Lausitzer, als stolzer Lausitzer? Ja, das würde ich nicht sagen. Also ich finde auch gerade auch auf den Dörfern der Lausitz ist eigentlich auch die Vielfalt auch gegeben. Na, man merkt das ja auch an vielen Festen und so Festivitäten. Das denke ich nicht. Also da werden auch die positiven Geschichten, auch dieser Zusammenhalt, gerade was in den Gemeinschaften, Vereinen und so gelebt wird und so weiter, da kann man auch immer miteinander reden. Da gibt es auch nie so verhärtete Krusten, dass man da über Politik sich nicht mehr versteht, sondern das ist auch immer ein Weg, sich auch wieder anzunähern und ins Gespräch zu kommen und ja, Diskussionen zuzulassen. Wie würden Sie Ihr Lebensgefühl beschreiben hier als einer, der gerne, ganz offensichtlich, sage ich jetzt einfach mal, nehme ich mal an, hier in Cottbus lebt? Ja, also ich fühle mich hier mega wohl. Ich habe ja all meine Freunde, meine Bekannte. Ich bin ja sehr engagiert in Vereinen und Initiativen wie der Jungen Lausitz, aber auch im Fußball, im Karneval. Und gerade das macht hier so den Zusammenhalt in der Lausitz aus, ne? Dass man überall auch schnell Anschluss finden kann und das Leben hier viel vielfältiger und positiver ist, als es manchmal mancherorts auch dargestellt wird. Das ist interessant. Das haben wir ja in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass die Leute sagen, wir sind eigentlich ganz anders, als man oft hört. Das Image ist offenbar ein großes Problem hier tatsächlich. Laura, letzte Frage noch mit Blick auf den Sonntag. Was glauben Sie, wie wird es weitergehen nach dieser Wahl in Brandenburg? Ja, ich hoffe, dass wir kein zu hohes AfD-Wahlergebnis hier sehen werden, weil das ist genau das, was all die Erfolge, die schon hier erzielt wurden, leider immer wieder in Frage stellt, was es uns schwer macht, Menschen zu begeistern, bei uns zu bleiben, die gut ausgebildet sind, zu uns zu kommen. Und da rede ich nicht nur von Menschen aus aller Welt, sondern auch Menschen aus ganz Deutschland. Wir wollen als Junge Lausitz einen weltoffenen Lokalpatriotismus transportieren. Und ich glaube, das wäre der richtige Weg. Und dieses Signal wünsche ich mir auch von den Wahlen am Sonntag. Okay, Laura, Janis, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Und wir gucken jetzt gemeinsam alle zusammen nach Mainz zu Christopher Wehrmann, der den Blick hat auf all das andere, was heute auch noch wichtig war in der Welt. Und da gibt es eine Meldung, die man wirklich kaum fassen kann. Guten Abend, Christopher. Guten Abend. Im Libanon sind bei einer Serie von Explosionen mindestens 9 Menschen getötet und mehr als 2700 verletzt worden, darunter offenbar viele Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Am Nachmittag explodierten zeitgleich hunderte sogenannte Pager, also kleine mobile Funkempfänger, die in der Regel am Körper getragen werden. Die Technik gilt eigentlich als überholt, wird aber von der Hisbollah genutzt, da Pager anders als Handys nicht geortet werden können. Die Hisbollah macht Israel verantwortlich und hat Vergeltung angekündigt.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ihre Führungsriege für die kommenden 5 Jahre vorgestellt. Der neuen EU-Kommission, in der es erstmals ein Verteidigungsressort geben wird, sollen künftig 40% Frauen angehören. Das verkündete von der Leyen in Straßburg. Mit dem Italiener Raffaele Fitto, der Partei Fratelli d'Italia, soll zudem erstmals ein Rechtsaußenpolitiker zu einem der Vizepräsidenten ernannt werden. Das EU-Parlament muss die neue Kommission noch bestätigen. Wegen wirtschaftlicher Probleme verschiebt der US-Halbleiterhersteller Intel den Bau seiner geplanten Chipfabrik in Magdeburg. Lassen wir uns das einordnen von Frank Bethmann. Was bedeutet dieser Schritt jetzt für den Standort dort? Erstmal bedeutet das Stillstand, zumindest für die nächsten 2 Jahre. Und dann ist die Frage, ob es überhaupt weitergeht. Landesregierung und die Ampel in Berlin stellen das Projekt nicht in Frage. Doch kann heute keiner mit Sicherheit sagen, dass es dem US-Konzern dann wieder besser geht. Der langjährige Branchenführer Intel leidet unter dem Rückgang des PC-Marktes, fährt milliardenschwere Verluste ein und baut weltweit rund 15.000 Stellen ab. Das alles lässt die Zweifel an der Megafabrik in Magdeburg wachsen. Die Bundesregierung wollte mit Milliarden subventionieren. Was wird nun daraus? Tja, Finanzminister Lindner würde mit dem Geld am liebsten Haushaltslöcher stopfen. Wirtschaftsminister Habeck will dagegen Kurs halten. Schließlich hat sich an dem Ziel nichts geändert. Bei Chips strebt Deutschland eine größere Unabhängigkeit von China und Taiwan an. Magdeburg wäre die größte Halbleiterfabrik Europas. Die Frage ist jedoch, ob sich die Bundesregierung dabei nicht zu stark auf Intel konzentriert hat. 10 Milliarden Staatshilfe für eine einzige Fabrik, das war von Anfang an ein großes Klumpenrisiko, kritisieren die einen. Die anderen sagen, unbedingt festhalten an diesen Großansiedlungen, sonst schafft es Europa nie, den Anschluss herzustellen. Vielen Dank für diese Erläuterungen, Frank Bethmann. In den von Hochwasser gefährdeten Gebieten Deutschland zeichnet sich langsam eine Entspannung ab. In Sachsen steigen die Pegelstände nicht so stark wie befürchtet. In Bayern wurden die Unwetterwarnungen aufgehoben. In Mittel- und Osteuropa dagegen ist die Lage weiter kritisch. Bisher kamen durch die von tagelangem Starkregen verursachten Überschwemmungen in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien mindestens 22 Menschen ums Leben. Es dürften aber noch weitere Opfer geborgen werden. Und soweit die wichtigsten Nachrichten aus Mainz und damit wieder zurück nach Cottbus und zu dir, Christian. Wir sind schon ein sehr spezieller Menschenschlag in der Lausitz. Das haben wir hier immer wieder gehört in diesen Tagen. Eine Region, in der sich das Leben so sehr um die Kohle gedreht hat. Nicht ganz so tief unter der Erde wie im Westen dieser Republik, aber in vielem ist der Weg, den Sie hier gehen müssen, auch mit dem zu vergleichen, was das Ruhrgebiet erlebt hat. Am besten zu verstehen, vielleicht im Kino, bei einem, der fein und sehr aufmerksam beobachtet. Katrin Lindner. Ich wurde Bergmann wie mein Vater und fuhr ein. Die Lausitz, der Abschied von der Kohle. Wer verstehen will, warum das den Menschen so schwer fällt, muss den Film Gundermann sehen. Der Regisseur Andreas Dresen hat mit dem Film über den Baggerfahrer und Liedermacher Gerhard Gundermann der Lausitz ein Denkmal gesetzt. Die haben ihr Leben um die Braunkohle herum gebaut, ihre Existenzen über viele Jahrzehnte. Jetzt geht das zu Ende. Ich denke, das sehen die meisten auch ein, was das für Gründe hat und dass das so nicht weitergeht. Auf der anderen Seite ist es schwer, alles umzubauen, was Leben ausmacht. Man könnte meinen, Andreas Dresen kann in die Seele der Menschen schauen. Mit feiner Hand und viel Gespür setzt er ihr Leben in Szene. Wenn ich über Menschen erzähle, dann schaue ich meist sehr liebevoll auf sie, weil ich mich versuche, in ihnen selber zu spiegeln. Und dann merke ich auch, dass ich darin meine eigene Widersprüchlichkeit entdecken kann. Ja. Seine Filme haben Preise abgeräumt und sind doch oft leise. In Liebe, eure Hilde ist sein aktueller Film. Es geht um das Leben von Hilde Koppi, die mit ihrem Mann Hans in den 40er Jahren der Widerstandsbewegung Rote Kapelle angehörte. Und um die Frage, wann wird man zum Widerstandskämpfer? Es ist interessant, sich so Menschen wie Hilde und Hans anzuschauen, die in ihrer Zeit sehr mutig waren und vorgegangen sind. Und vielleicht darüber nachzudenken,
wie hätte ich mich denn verhalten an ihrer Stelle? Andreas Dresen macht nicht nur Filme. Der 61-Jährige saß auch über 10 Jahre im Brandenburger Verfassungsgericht als Laienrichter. Immer wieder wächst das Gras. Und sein Film Gundermann lässt ihn bis heute nicht los. Und hoch und grün. Und immer wieder wächst das Gras. Mit Gundermann-Schauspieler Alexander Scheer tourt Andreas Dresen durchs Land mit Songs von dem Mann aus der Lausitz. Gundermann steht irgendwie immer mit den Füßen im Schlamm der Braunkohle und mit dem Kopf in den Wolken. Ja. Und das ist genial, finde ich. Und das macht eben auch aus, dass diese Texte, die ja in ganz anderen Zeiten entstanden sind, heute immer noch funktionieren. Alle Filme, die ich drehen wollte, sind schon gedreht. Das ist nur eine Liedzeile. Andreas Dresen hat noch viele Pläne. Und vor allem will er die Menschen erreichen. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie in den Alltag, der manchmal kein einfacher ist in diesen Zeiten für uns alle, glaube ich, einfach ein Stückchen Lebensfreude mitnehmen und ein Stückchen das Gefühl, dass wir zusammengehören. Andreas Dresen, ein Filmemacher und Sänger, dem es gelingt, dass die Menschen ihn verstehen. Ein Stückchen Lebensfreude, auch das nehmen wir jetzt mit in diese Dienstagnacht. Aus Brandenburg, dem Land, aus dem Loriot stammt und die Erfindung von Konfetti und der Luftschlange, sagt das Heute-Journal-Team. Danke, dass Sie dabei waren. Mehr von hier nachher im Heute-Journal-Update mit Christoph Wiesel. Aus Cottbus Ihnen allen einen angenehmen Abend. Tschüss. Guten Abend. Da wölbt sich eine Hochdruckbrücke von Großbritannien bis weit in den Osten. Über Südeuropa dagegen drehen sich einige Tiefs. Und diese Tiefs werden innerhalb von 4 Tagen bis Freitag wieder mal Regen mitbringen. Zum Glück nicht in den von Hochwasser jetzt schon betroffenen Regionen, sondern zum Beispiel über dem Schwarzen Meer. Da erwarten wir um 100 Liter pro Quadratmeter. Über der Adria sind es um 250 Liter pro Quadratmeter. Und hier bei Valencia um 150. Liter Regen pro Quadratmeter. Kein Regen fällt dagegen zum Beispiel Richtung Österreich, Tschechien, Polen und auch bei uns in Deutschland. Heute Nacht ist es sogar meist klar. Es bildet sich zum Teil neuer Nebel und Hochnebel bei Nordostwind. Die Temperaturen zeigen schon ein ganz typisches Bild für den Herbst. Da ist es am warmen Ostseewasser mit 15 Grad am wärmsten. Am Alpenrand sinken die Werte dagegen bis 3 Grad. Und morgen erwarten uns dort Werte um die 18 Grad. Sonst sind es 20 bis 24 Grad. Und hier im Rhein-Main-Gebiet sowie vom Niederrhein bis nach Berlin-Brandenburg und Ostsachsen steigen die Werte noch mal auf sommerliche 25 bis 27 Grad. Und am wärmsten wird es hier nördlich von Berlin. Wenn sich morgen Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, wird das ein sehr freundlicher Tag. Bei einem auffrischenden Ostwind sollte sich die Nebelauflösung auch schneller gestalten. In den nächsten Tagen geht es ganz ähnlich weiter. Vielleicht kann es am Donnerstag hier in den östlichen Mittelgebirgen mal für einen kleinen Regenschauer oder ein kurzes Gewitter reichen. Guten Abend.